Stellen Sie sich vor, neue Orte kennenzulernen und an einer Schule mit mehr als 140 Jahren Tradition zu arbeiten, die von deutschen Einwanderern gegründet wurde. Sei es in São Paulo oder in Valinhos. Das Colégio Visconde de Porto Seguro identifiziert, verbessert und erkennt die verschiedensten Talente der Schülerinnen und Schüler. Wir glauben daran, dass dies der Höchstbeitrag ist, der für eine bessere Zukunft geleistet werden kann. Die Kinder sind toll erzogen, die sind liebe Kinder. Es macht super viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Ich gehe jeden Tag gerne in die Schule. Die Schüler hier in Brasilien, die sind herzlicher, also die sind körperbetonter. Wenn die sich freuen, dann kommen die auch an und umarmen einen. Die Klassen sind relativ klein. Wir haben hier so ungefähr so 20 Schüler. Ich habe, glaube ich, in Deutschland noch nie so gut im Team gearbeitet. Also wir treffen uns hier mit den Kollegen eigentlich wöchentlich, um Unterricht vorzubereiten, um uns auszutauschen. Die Schule bietet Raum für Sozialprojekte wie die Gemeinschaftsschule, die eine kostenlose, exzellente Ausbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Mindesteinkommensschicht anbietet. Die Schüler werden ermutigt, sich an verschiedenen sozialen Projekten zu beteiligen. Die Schule verfügt außerdem noch über eine sehr gute Infrastruktur, Sportplätze, Schwimmbad, Fitnesseinrichtungen, Freizeitflächen, Amphitheater und hochtechnologisch ausgestattete Unterrichtsräume, wie auch einem Konferenzraum, wo die Schüler Videokonferenzen mit anderen Schulen weltweit führen können. Es ist einfach wirklich schön hier. Es ist angenehm, dass die Sonne immer scheint. Wenn es mal regnet, dann regnet es 2 Wochen und dann ist der Himmel wieder blau und es ist warm. Im Sommer, im Frühling, im Winter, im Herbst. Es ist immer schön hier und das ist ein Riesengrund, hierher zu kommen, weil das einfach gute Laune bringt. Ich liebe es, hier zu arbeiten, das sage ich ganz ehrlich. Brasilien ist ein vielfältiges Land. Hier leben Menschen aller Nationalitäten, Kulturen, Religionen, Ethniken harmonisch zusammen. Die Natur ist einfach fantastisch. Und was das Schöne an diesen Stränden ist, ist, dass das solche Buchten sind. Und rechts und links gibt es halt die Berge. Dieses hier. Das ist ein Traum. Ein Traum. São Paulo ist heute die größte deutsche Industriestadt außerhalb Deutschlands. Mit ihrem lebendigen Rhythmus bietet die Stadt eine große Vielfalt an Dienstleistungen an. Von dieser großen Metropole aus ist es möglich, das ganze Land zu bereisen. Für diejenigen, die das Landleben mögen, aber trotzdem die Bequemlichkeit einer Großstadt nutzen möchten, ist Valinhos eine gute Option. Und das Beste ist, dass es sehr nahe einem internationalen Flughafen liegt. Als ich hier in Valinhos angekommen bin, war ich sehr überrascht, wie ruhig das ist. Es ist wunderschön, es gibt sehr viel Grün und ich fühle mich tatsächlich hier sicher. Ich hatte noch nie wirklich Angst, hier zu leben. Wir haben vor 4 Jahren unser Haus gekauft und das ist ein Traum. Also ich glaube, so könnte ich niemals in Deutschland leben. Die Brasilianer wirklich so offen sind und einen empfangen. Sie helfen einem, sie nehmen einen auf. Sie organisieren etwas für einen, auch wenn sie einen noch gar nicht viel kennen. Und das ist wirklich sehr schön. Werden Sie Teil unserer Lehrerschaft. Seien Sie ein Botschafter der deutschen Kultur, Sprache und Tradition. Kommen Sie nach Brasilien. Kommen Sie zum Colégio Visconde de Porto Seguro.